Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video. Ich habe mir heute als Thema mal Versicherung so überlegt. Auf die Klamotte komme ich deswegen, weil ich gestern zum zweiten Mal bei meiner Versicherung war, ohne was zu ändern. Da schon mal vorweg die Frage, wie seht ihr das in Sachen Versicherung? Wann ist für euch welche Versicherung die beste, besonders jetzt für die Motorradfahrer? Es gibt ja die Vollkasko mit oder ohne Selbstbeteiligung, die Teilkasko und noch kleinere Extras, die man dazu buchen kann. Und mich würde einfach mal interessieren, wie seid ihr versichert? Wie ratet ihr, dass man sich versichern sollte? Und was denkt ihr, ist völliger Tullux? So, das sind schon mal die Fragen, die ich vorweg in den Raum stellen möchte. So, zu meiner Sache von gestern. Ich war gestern zum zweiten Mal bei meiner Versicherung. Ich war das erste Mal bei der Versicherung letzten Montag. Da habe ich dann mein Motorrad angemeldet. Und dachte mir, da es ein neues Motorrad ist, mach's mal auf Vollkasko. Wenn du dich als Fahranfänger aufs Maul legst, dann hast du wenigstens eine kleine Sicherheit, weil die dann für dich zahlen. Habe ich es dann noch gemacht, bin dahin, Vollkasko abgeschlossen, was im Grunde aber völliger Blödsinn war, allein schon die Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Das war schon mal der erste Fehler. Und mit weniger Selbstbeteiligung hätte ich auch gar nicht versuchen brauchen, weil dann wäre das Ding gar nicht mehr bezahlbar gewesen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mit 500 Euro Selbstbeteiligung habe ich 41,50 Euro zahlen müssen pro Monat. Und bin dann erstmal mit diesem Betrag und mit dem Wissen, dass wenn man sich verschuldet aufs Maul legt, dass man dann den Betrag bezahlt bekommt, sofern er jetzt über 500 Euro ist. Und ich habe dann nochmal 2 Tage drüber geschlafen, über die Vollkasko, über die Selbstbeteiligung, ein bisschen informiert im Internet, in Foren und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass dieses Vollkasko völliger Blödsinn ist. Ganz einfach aus dem Grunde, wenn ich mein Motorrad zu Muß verarbeite, dass man mir das Motorrad ersetzen müsste, dann bin ich auch Muss. Von daher, das war schon mal der erste Aspekt, wo ich mir dachte, Vollkasko brauchst du gar nicht. In den Foren hat auch jeder, egal ob Gebrauchtmotorrad, Neumotorrad, die haben alle immer nur Teilkasko gehabt. Und bin dann gestern nochmal zur Versicherung gefahren und gesagt, ich möchte den Vertrag ändern, weil noch geht es. Und habe dann auf Teilkasko geändert mit 0 Selbstbeteiligung und fühle mich jetzt auch ganz ehrlich besser dabei. Ich zahle jetzt 11,50 Euro ungefähr und das finde ich ist ein guter Kurs mit diesem großen Schutzpaket, was dabei ist, und 0 Euro Selbstbeteiligung. Von daher denke ich, habe ich da alles richtig gemacht. Klar, wird mir jetzt die Karre umkippen oder so, zahlt keiner mehr für mich, aber davon gehe ich jetzt auch nicht aus, weil
Ich setze mich zum ersten Mal auf Motorrad, sodass ich jetzt Angst haben müsste, dass die Karre mir umfällt. Und wenn sie mir umfällt, habe ich gelinde gesagt Pech gehabt. Von daher bin ich jetzt Teilkasko versichert mit 0% Selbstbeteiligung bei 0 Euro. Fühle mich gut dabei. Habe dieses Paket dazu, wo ich jetzt nicht weiß, wie das genau heißt. Aber nun ja, ich spare mir ganz viel Geld im Monat. Diese Teilkasko sorgt ja auch dafür, dass ich mein Motorrad mit den ganzen Nebenkosten gut finanzieren kann und nicht dann irgendwie am Ende des Monats am Daumen nuckeln muss, nur wegen der Versicherung. Ich denke schon, dass es eine ganz große Spanne ist zwischen 41,50 Euro und 11,50 Euro ungefähr. Der Witz an der ganzen Sache ist der, dass mich die Teilkaskoversicherung mit dem Schutzpaket hier von wegen Wildunfälle, also Tiere aller Art und Diebstahl und hast nicht gesehen, mit 150 Euro Selbstbeteiligung 1 Euro weniger gekostet hätte. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, mach fertig den Kasten. Ich nehme die ganze Klamotte mit 0 Euro SB. Zahle 1 Euro mehr im Monat. Aber brauche auch nichts hinlegen. Selbst wenn mal ein Spiegel geklaut wird, wird der Spiegel von der Versicherung voll übernommen. Und ich bin echt froh, dass ich zur Versicherung gefahren bin, die Sache geklärt habe. Und mich würde einfach mal interessieren, seid ihr auch alle Teilkasko versichert? Wenn ja, mit wie viel SB? Oder habt ihr ein neues Motorrad, was vielleicht ein bisschen mehr kostet als meins? Weil meins lag mit dem Agrapovic bei ungefähr 7,5. Es gibt ja viele, die kaufen sich dann neue Motorräder, die dann mal eben 15.000, 20.000 Euro kosten. Und da denke ich, ist es dann auch ratsamer, wenn man eine Vollkaskoversicherung zumindest für die erste Zeit abschließt. Ja, ich würde mich freuen über Rückmeldungen, über eure Erfahrungen in Sachen Versicherung. Ich war im Grunde erstmal ziemlich perplexed und unsicher. Einfach aus dem Aspekt, weil man denkt sich ja, okay, als Autofahrer, da ist ja noch eine Schale um dich rum, fährst ja im Grunde sicherer im Straßenverkehr bei so einem Motorrad, da braucht Nummer einer die Vorfahrt übersehen und dann hängst du dem als Kühlerfigur auf der Karre. Da dachte ich eigentlich, da gibt es mehrere Abstufungen, wie man ein Motorrad finanzieren kann, aber nö. Fürs Auto gibt es dann noch mehrere Zusatzpakete, die man dann noch zubuchen kann. Beim Motorrad gibt es im Endeffekt nur zwei, wovon dieses Aktivpaket, so heißt das glaube ich, ist günstiger. Aber da hat mir der Versicherer auch schon gesagt, wenn sie da mal irgendwie ein Problem haben, viel Spaß. Da rennen sie ganz lange hinterher, bis sie da mal irgendwie einen Schaden reguliert bekommen. Dann nehmen sie lieber das andere Paket, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Und das sind 50 Cent mehr, die ich jetzt für das teurere Paket bezahle. Aber ich bin auf der sicheren Seite, wenn mal irgendwas mit dem Motorrad ist, dass man dann auch im Rahmen der Versicherungsbereiche, die ich unterschrieben habe, sich auch darum gekümmert wird und bezahlt wird. Also ich dachte echt, dass man als Motorradfahrer mehr Optionen hat, ein Motorrad und sich selbst versichern zu können. Ich selbst bin jetzt auf, ich meine, 100.000 Euro versichert, was mir im Endeffekt, wenn ich mich tot fahre, eh nichts bringt. Aber naja, dafür fahre ich gesittet und ordentlich. Dann dürfte da eigentlich nichts passieren. So ist zumindest der Plan.
Das Thema Versicherung ist ja auch immer so eine Sache, zum Beispiel, wenn ihr Fahranfänger seid und habt jetzt kein Auto und fangt mit dem Motorrad an, dann wird die ganze Klamotte auch mit einer Teilkasko sehr teuer, weil ihr dann prozentual, ich meine, bei 130% anfangt, dann ist dann die Teilkasko, wie ich sie habe, nicht mehr 11,50 Euro, sondern 30, 40 Euro, also was ich jetzt im Endeffekt für die Vollkasko zahlen würde. Ich denke, der beste Weg ist immer, wenn man jetzt schon Autofahrer ist, wie ich, und fängt dann an, Motorrad zu fahren, dass man dann das Motorrad als Zweitfahrzeug anmeldet. Ich fahre mein Auto auf 45% seit diesem Jahr und habe jetzt das Motorrad bei 85%, meine ich. Und da finde ich das mit den 11,50 Euro für das Maximum, was man an Teilkaskoversicherung für Motorrad bekommen kann, schon völlig in Ordnung. Ja, da ich kein Versicherungsexperte bin, gehen wir langsam auch die Themenbereiche aus, die es zur Versicherung zu sagen gilt. Ja, ich würde mich wie gesagt über Rückmeldungen freuen. Lasst mir einen grünen Daumen da. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Heulenderweise gibt es aktuell noch keinen Abonnenten. Ich habe zwar ein paar Abonnenten, die ja auf meinem früheren Themengebiet mein Abo abgeschlossen haben. Wenn die jetzt sehen, dass ich mein Themengebiet geändert habe, vollkommen, weil ich habe alles gelöscht, was vorher ein Thema war, dann werde ich die Abonnenten, glaube ich, auch noch verlieren. Würde mich über ein Abonnement freuen. Wäre sehr geil. Ich feiere jedes einzelne Abo oder Abonnenten. Feiere ich wie ein Schneekönig, weil ich finde das cool. So, weil allein schon zu wissen, da ist jemand, der schaut sich die Videos an und nimmt teil. Schon ein cooles Gefühl. Ich beneide die ganzen Motorvlogger, die da schon einen ganzen Arsch voll Abonnenten haben. So viele brauche ich gar nicht. Und ja, ich würde mich freuen und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Tschüss.